Was, was soll ich denn damit? Nicht anschießen. Ich soll dich anschießen. Du willst, dass ich in deine Sendung komme und ich will, dass du mich anschießt. Das macht gar keinen Sinn. Warum soll ich dich anschießen, damit du in die Sendung kommst? Natürlich macht es keinen Sinn. Was macht schon Sinn? Wieso habe ich eine Maske auf? Joko, es ist Gangster. Das ist auch nicht Gangster. Du gibst mir einfach eine Knarre und sagst, schieß mich an. Joko, vertrau mir. Schieß mich an, okay? Oh Gott. Okay. Wo soll ich hinschießen? Überrasch mich. Überrasch mich. Du bist super. Ich bin bereit. Ja, muss ich nur anders halten, so ist cooler. Joko. Ja. Schieß einfach. Ja. Alter. Scheiße! Fuck! Fuck, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Alter, nimm nur die Knarre. Du hast gesagt, ich soll schießen! Mann, ich wusste auch nicht, dass ich da so. Scheiße! Eigentlich perfekt. Ah! Ah! Was schießt du mir denn jetzt ins Knie? Ah! Ah! Du hast doch nicht mal alle Bümmel an der Bombe. Jetzt kommen Sie aber in die Sendung. Mal gucken. Zusammenpassen, ja? Man könnte sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie in einem Raum sind, aber gerade deswegen wird es wahrscheinlich sehr interessant. Ne? Heute bei uns Dirk Bach, Ben Becker und Crow. Und eigentlich muss man sagen, ist heute ein wahrer Feiertag. Ein Feiertag, wenn man so will, den uns Violetta geschenkt hat. Ne? Ja, genau. Wegen dem Feiertag gestern, ne? Weißt du ja, ne? Ja? Deswegen haben wir dich, ne, Violetta. Wegen dem Tag der Deutschen Einheit. Können wir alle sehr dankbar für sein. Ansonsten wärst du gar nicht hier bei uns, ne? Nee. Ja, dann bist du da auch dankbar für. Man, ja, sehr dankbar. Man muss tatsächlich sich überlegen, das sind Dinge, die uns beschäftigen. Das ist aktuelle Politik, das ist auch so ein bisschen Geschichte. Natürlich ganz klar Berliner Geschichte. Und ich frage mich, und das ist immer die Frage, interessieren sich junge Leute eigentlich noch für Politik oder für Politiker? Was glaubst du, Joko? Hast du mich gerade gefragt, ob junge Leute sich für Politik interessieren? Ja, ich würde. Woher soll ich das denn wissen? Ich glaube, es kommt nur so auf die Art und Weise an, wie man sich da auch präsentiert. Ja? Zum Beispiel Angela Merkel, die hat es verstanden. Man darf natürlich nicht von oben herab sagen, ja, jetzt interessiert euch mal bitte für mich, sondern man muss die Leute da abholen, wo sie auch wirklich sind. Angela Merkel zum Beispiel ist bei Facebook. Ja? Und da können die Leute ja einfach auf Augenhöhe mal sagen, was sie so denken. Ne? Und da muss ich sagen, also... Ne? Siehe da, auf einmal haben junge Leute unserer Kanzlerin was zu sagen. Es gibt die Angela Merkel Facebook-Seite und die Kommentare dort sind sehr, sehr, sehr gut. Ja? Die haben wir uns angeguckt und da haben wir zum Beispiel Marcello Bass, der schreibt, du Pimmelkopf.
man muss aber auch ehrlich sein, ist nicht jeder dann so faserig wie er. Da kommen auch andere, die kommen einfach mal zum Punkt. Ja? Ja. Lack Isa zum Beispiel sagt, ey Arschkopf, mach mal Sprit billiger. Ja, und natürlich wollen junge Menschen von der Politik natürlich in erster Linie eins, Orientierung in dieser verwirrenden Welt. Ja? Was muss man machen, wo soll man hingehen, das sollen Politiker tun. Und da fleht Jambulat Dudaev auf Facebook geradezu, du fette Sau, beweg mal deinen Arsch und sag uns, was wir jetzt machen sollen. Aber ich finde auch, und dafür wurde Facebook ja auch so ein bisschen immer schon mal von jedem benutzt. Ja, man findet alte Bekannte wieder. Ja, man erinnert sich an die guten alten Zeiten. Und so geht's auch Muhammad Karayasi, der anscheinend eine Vergangenheit mit unserer Kanzlerin hat. Der sagt nämlich, hey, kennst du mich noch? Ich hab dich in der Grundschule geknallt. Smiley, smiley. Smiley. Ja, aber wichtig ist natürlich auch, dass man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Ne? Oftmals geht's immer dieses Sie, Frau Merkel, Frau Bundeskanzlerin. Das ist ja auch sehr unpersönlich manchmal. Es kommt immer darauf an, was man so sagt. Hier schreibt zum Beispiel Young Breezy, ne, also selber schon ein cooler Name, ne, schreibt dann, ey, leih mal ein Haus für ein Wochenende, ich will ein bisschen Party machen, schreib schnell back, Baby Girl. Wurde Applaus für Baby Girl. Gerne. Wurde Angela Merkel jemals Baby Girl genannt, ja? Nicht mal von engen Verwandten, glaube ich, ja? Wir haben Musik heute, ja? Und das ist ein junger Mann, der... Mich hat er verwirrt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber er heißt Thomas Tulpe. Guckt mal selber. War gut, hat dir gefallen? Naja, bitte? Ja, reicht, oder was? Ja. Nee, war gut, hat Violetta gesagt. Ich fand's gut. Ja, ich auch. Disco. Oh, meine sehr verehrten Damen und Herren, das scheint unser erster Gast zu sein. Jawohl, er ist es. Ich würde sagen, dieser gute Mann, ja, der ist sowas wie ein Chamäleon, aber jetzt nicht, weil er so groß über die Farben wechselt und aussieht wie ein Christbaum auf LSD, nein. Er schafft es wirklich, den Spannungsbogen von ernstem Theater bis hin zu Trash-TV wie Dschungelcamp zu spannen. Wir uns klingt das hier noch nicht mal mit dem Trash-TV, aber er ist einer von den ganz Großen im deutschen Showbusiness. Hier ist, Ladies and Gentlemen, Dirk Bach. Komm noch mit. Darf ich dich rüberrollen? Ja, bitte. Ach, ich bin auch ein alter Zivildienstleistender, von daher ist das alles gar kein Problem. Du siehst ja schon wieder aus, ey. Und ich sag gerade noch, und das ist nicht, weil er aussieht wie ein Christbaum auf LSD, ne? Und du bestätigst es dann leider doch. Ja, das macht mich fröhlich, wenn ich so aussehe. Also, ist das wirklich so? Ja, also der Look ist nicht irgendwie ausgedacht oder kalkuliert, sondern ich mag das halt gern. Also die sind schön bunt und freut mich, also... Macht mir einen guten Tag. Wo hast du die Schuhe her? Das steht drauf, aber das ist wirklich... Es steht drauf, wo die Schuhe her sind, ja, aber wir wollen es mal jetzt gar nicht so sagen. Nee, aber das ist... sind ganz normale Sportschuhe. Ja, klar. Nur mit anderen Farben. sag mal, ich möchte dich einfach mal fragen, du hast ja auch schon viel in diesem Showbusiness erlebt. Ist dir sowas schon mal passiert hier? Einfach, du denkst an nichts Böses und zack, bumm, schießt der... Nee, es hat, also, ich meine, wurden natürlich schon viel auf mich geschossen, besonders im Theater, aber es ist noch nie so gewesen. Aber für die Kunst muss man viel tun. Und leiden. Es hat sich ja gelohnt. Ja, das ist, hoffen wir es. Ne? Mal gucken, ob er nachher kommt. Aber was wirklich, du hast gerade schon selber angesprochen, am Theater wird man viel angeschossen. Was, glaube ich, die wenigsten von dir wissen, ist, dass du wirklich ein wahnsinnig engagierter und auch viele Engagements an festen Großen, ja. Lass mich kurz zu Ende führen, wirklich Häuser wie New York, Wien, wo du Engagements hattest. Und ich finde, das ist was, das vergisst man immer, wenn man dich sieht, weil man immer so, ach, da kommt der kleine Lustige wieder. Wie kriegst du das hin, das alles in einen Hut zu kriegen? Das sehen nicht so viele Leute. Also Theater ist das, wo ich herkomme. Das mache ich seit über 30 Jahren. Und das Fernsehen kam irgendwo in der Mitte mal dazu. Und das hat einfach eine größere Wirkung. Dann machst du irgendwie eine Sendung und dann gucken das halt
Ja, wie im Dschungel, dann gucken das halt fast 10 Millionen und dann wissen 10 Millionen, man macht das, aber das andere kennt halt kein Schwein. Aber ist das nicht manchmal so ein bisschen auch absurd? Dann hast du da auf einmal so ein, ich sag mal, ernstes Theaterstück und dann stehst du dann auf einmal mit Sonja Zietlow wieder im Busch und hast dann so, also ich meine, die Spanne, die man da hat, nee, ganz ernst gefragt, die Spanne, die man hat, ist natürlich total spannend für einen selber. Aber ja, nein, das war immer super cool. Also als ich das erste Mal richtig bemerkt habe, das war, ich bin so Anfang der 90er bin ich ins Ensemble vom Schauspielhaus in Köln gegangen und habe so Sachen gemacht wie Die Räuber von Schiller und so. Und gleichzeitig hatte ich bei RTL die Dirk-Bach-Show. Also dann saßen irgendwelche Schulklassen drin, die mussten gehen, weil es war die Räuber, also so ein richtig schöner Klassenausflug, wie man es liebt. Aber das Lustige war, am Anfang kam eben der Spiegelberg aus der Klappe raus mit Karl Mohr und der Spiegelberg war eben der komische Mann aus der Dirk-Bach-Show. Und das gab denen wieder so einen anderen Zugang dazu. Also ich finde das immer eine ganz positive Geschichte. Also der Beruf des Schauspielers hat ja irgendwie eine riesige Breite und da gehört das alles dazu. Und wenn man da sich auch nicht für schämt oder auch keine Berührungsängste hat, dann finde ich das gerade ganz klasse, weil es ist alles so dieses berühmte Crossover, von dem man ja auch in der Musik immer so gerne spricht. Ja, fast Cross-Promo dann bei dir, ne? Wenn du sagst, du kannst im Theater sogar noch helfen, dadurch, dass du dann ja, einmal dabei bist. So soll es ja sein. Also irgendwie musst du ja jetzt gerade, das hat sich auch sehr verändert, die Theater sind leerer, als sie früher waren. Du musst natürlich auch ein bisschen was reißen, um die Leute da reinzuholen. Hat man denn, wir haben gestern so in der Redaktion gesessen, so ein bisschen darüber gequatscht, dass du kommst und dass du auch Theater machst, so Standing Ovations ist ja eigentlich das Größte, was einem nach einem Auftritt passieren kann. Jetzt wird das natürlich so Standing Ovations, wenn man sich Supertalent und weiß nicht was anschaut, schon sehr, sag ich mal, das hat eigentlich keinen Wert mehr, wenn man nicht ehrlich wirklich, ist. Nicht wirklich. Aber ist das was man merkt, dass so die Leute, die dann ins Theater gehen, weil sie das jetzt aus dem Fernsehen kennen, dass man einfach aufsteht, wenn das einem was gefallen hat? Nee, ich glaube, im Theater gibt es das auch, aber im Theater gibt es das dann wirklich nur, wenn da wirklich was Besonderes passiert. Also die Leute haben noch Geschmack. Nee, das hat mit dem Geschmack nichts zu tun. Wir haben einfach so ein paar Sachen im Fernsehen antrainiert bekommen. Die haben einfach nicht so eine große Bedeutung. Aber was soll man zu krass? Ja, aber im Idealfall vorher ja auch noch gesagt. Und jetzt stehen sie mal auf. Und ja, es hat nun wirklich mittlerweile. Wir haben früher immer Witze darüber gemacht, aber die Schilder gibt's ja. Ja. Die mit dem Applaus und so. Ja, ja. Darf ich einmal kurz nachfragen, weil immer, wenn ich dich sehe, laber ich dich ja voll mit kein Pardon, ne? Ja, genau. Ja, das habt ihr verpasst, ihr Säcke. Naja, weil jetzt spielt Roberto Blanco, habe ich mit Entsetzen festgestellt. Ja, aber ich nicht mehr. Warum denn nicht? Weil ich hier spiele jetzt, weil ich in Berlin spiele. Ja, das wusste ich nicht. Ich wollte mir das nämlich tatsächlich angucken und dann höre ich in der Werbung, das spielt jetzt Roberto Blanco. Was soll ich da denn? Fühlt man sich aber das Schöne ist, der Werbespot, da ist zwar mein Gesicht nicht mehr dabei, aber meine Stimme haben sie gelassen. Ja, genau. Das finde ich immer schön. Ja, aber die Roberto Blanco Stimme ist wahrscheinlich einfach nicht zu ertragen, ne? Aber das kann kennen keine Grenzen, ne? Ich find's eine interessante Besetzung. Für einen alten, dicken Hessen jetzt so einen kubanischen Stimmungssänger nimmt. Kubanische Bumsmaschine. Jetzt sagt es nicht so. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht ganz kurz wieder das Wort ergreifen. Du hast eben schon die Schilder angesprochen, die es dann gibt. Ne? Bei uns gibt es auch in unserem Job Schilder. Wenn wir uns die umhängen, gibt es immer nur eins, was dann passiert. Dann wird meistens, wenn ich sie wäre, gespielt. Wir haben uns diesem Spiel nach vielen Aufrufen, Leute gesagt haben, ihr müsst das nochmal machen, haben wir uns diesem Spiel einfach wieder angenommen. Wir waren auf der IFA und ich möchte nicht zu viel versprechen. Hossa. Hossa, Hossa, ey, leck mich am Arsch, war das ein scheiß Tag. Ja, sehr verehrte Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, es ist wieder soweit. Wir sind hier vor dem Messegelände und da drin ist die IFA. Normalerweise sind wir zu zweit, aber mein Kollege ist... Ja, da ist er. Okay, jetzt ist er doch da. Ja. Da bin ich. Was soll der Scheiß? Was denn? Warum? Warum? Sag einfach, sag einfach mal warum. Ich sage es dir. Internationale Funk-Ausstellung. Funk. Ganz ehrlich, Joko, so blöd. Also kannst du nicht mal mich verkaufen. Die Zuschauer glauben dir auch nicht, dass du denkst, dass das hier die Funk-Ausstellung ist, die internationale. Aber das heißt, warum siehst du so... Ne. Richtig, mein lieber Freund. Denn wenn ich sie wäre spielen, bedeutet es immer Klamottentausch. Komm, zeig dich mal den Leuten hier. Her, ne? Das steht hier fast ein bisschen, ne? Nur damit wir uns richtig verstehen, ne? Das wäre jetzt ja nicht die Funk-Ausstellung, wenn du einfach nur so in einem lustigen Outfit rumlaufen musst. Sobald jemand zu dir kommt und sagt so, was ist das denn für ein komisches Outfit, ne? Musst du tanzen. Hier, den. Jedes Mal. Ja, jedes Mal. Sagen Sie mal, was soll eigentlich dieser lustige Aufzug? Ciao. So, machen wir mal.
Hast du nicht auch ein bisschen vermisst, du dieses Gefühl, bei einer Messe zu laufen mit einem Mikrofon? Ja, mit dem, das Gefühl zu wissen, es wird heute noch ganz doll peinlich. Was hast du denn da an? Wir sind hier in der Halle von NTV. Die machen hier gleich eine Live-Sendung. Und ich würde dich mal bitten, einfach mal staunend in diese Live-Sendung reinzugehen. Interessiert wie, wenn die hier auf Sendung gehen, laufe ich denen ins Bild oder was? Naja, genau, ins Studio rein. Bist du bescheuert? Einfach nur große Gesten. Oh, was ist hier denn los? Oh, Menschen, Fernsehen. Ach komm, Showtime, Baby. Vier, drei, zwei, eins und drauf. So, jetzt geht's los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er steht da hinten und staunt. Soll ja auch ihre Kontakte im Königshaus verkaufen haben wollen. Also wollte damit richtig Kohle machen. Also da hat die Jenny gesagt, nee, das ist also mit der Öffentlichkeit nicht rum. Ist da jetzt wieder da, oder nicht? Man sieht natürlich, und jetzt lässt er sich auch noch so ein Haus runter. Das wäre eigentlich eher ein Job für Harry gewesen. Oder? Ich würde sagen, jetzt natürlich, dass das ein bisschen mit Las Vegas, seinem Aussetzer, was zu tun hat mit den Nacktfotos. Die haben ja wirklich das ganze Königshaus so gar nicht gelöst. Also der wurde jetzt aber wahrscheinlich so ein bisschen aus der Schuss gefangen. Sehr gut. Vielen Dank, Jenny. Und wir begrüßen alle fremden Moderatoren bei uns im Studio. Gehen jetzt aber weg mit der Kamera, weil der ist hier und nicht, sondern der da hinten, nämlich unser Internet-Reporter. Der hat uns ein bisschen was zu diesem Wolkenkratzer zu berichten. Richtig, aber ich wette, der Kollege kommt gleich mehr, weil er findet das sicher auch spannend, was ich jetzt erzähle. Nämlich, ich erzähle mehr über dieses große Bauwerk, das jetzt in London steht. Die Glasscherbe ist das. Und diese Glasscherbe, die komm, schnell abhauen, bevor die Live-Sendung zu Ende ist. 110 Meter hoch. Und wenn wir uns das hier anschauen. Oh, ey Leute, ich kann euch gar nicht sagen, was das für ein krasses Gefühl war, mitten im Fernsehen zu sagen. Das war krass. Klaas, es ist ein Moment gekommen, der wird in die Fernsehgeschichte eingehen. Das glaube ich weniger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Poopspray. Wo gibt's das immer noch diese, zu kaufen? Diese kleine gelbe Flasche, ja. Wird dafür sorgen, dass wir hier ausverwundet werden. Hat uns schon sehr viel Spaß bereitet. Und ja, gibt's immer wieder diese kleinen geschlossenen Räume, wo viele Menschen drin sitzen und Dinge vorgeführt bekommen. Wenn ich Sie wäre, Räufer Umlauf, würde ich mit dem Poopspray mich in diese Kinovorführung da vorne reinsetzen und einfach mal richtig einfahren lassen. Ja, jetzt machen wir mal aus dem 3D-Kino ein 4D-Kino, ne, würde ich sagen. Geruch. Oh, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Das ist nur eine Frage von Zeit. Boah, Alter, ich riech das bis hier. Boah. So, jetzt machen wir ab. So, jetzt schnell weg. Die kommen. Oh, jetzt kommen sie raus. Ich habe das Gefühl, wir sind unter Beobachtung. Junge, was hast du? Sind die alle. Boah, Alter, du stinkst. Ich habe mir das an die Hand geschmückt. Ja, ich habe mir das an die Hand geschmückt. Hau ab. Hör auf. Was hast du jetzt davon, wenn du mir das Zeug in die Hand drückst? Jetzt habe ich die Macht. Ja, jetzt hast du die Macht. Räufer Umlauf, komm mal her. Wie war das Essen? Sein Name. Da vorne, ne? Da ist so ein Staubsaugerladen da irgendwie. Letztendlich brauchen die ja Dreck für ihre Vorführung, ne? Wenn ich Sie wäre auf Umlauf, würde ich jetzt mir mal die ganze Packung Tortilla-Chips wie das Krümelmonster in die Luke stecken, ne? Auf dem Staubsaugerstand. So, viel Spaß. Weißt du was, hier ist der Teufel los. Ich komme da gar nicht durch. Du hast immer noch das Poopspray, ne? Ja, richtig. Ja. Wenn ich Sie wäre auf Umlauf, würde ich einfach mal kurz dafür sorgen, dass hier Platz ist. Join
Ziel führen. Ne? Ich wollte einfach nur da durchkommen. Jetzt muss ich selber durch die Furzwolke von dem Häufer Umlauf laufen. Was machst du denn da? Na komm, wir setzen uns mal da drüben hin, das kann jetzt dauern. Kennen Sie den da, den Flamingo mit der Rentnerplauze da drüben? Joko, aus der Sparkassenwerbung, den Idioten? Ja, den kenne ich. Den kennen Sie. Der ist da hauptberuflich zum Rumkrümeln engagiert worden. Ne? So gut kann es ja bei dem auch nicht laufen beruflich, ne? Nein. So, oh, wunderbar. Das haben Sie aber mit Liebe gemacht, ne? Das mache ich immer mit Liebe. Ja, drüben wird mit Hass gekrümelt, hier wird mit Liebe Kaffee aufgebrüht, ne? It's such a pretty world today. Look at the sunshine. And every day is the same. Die kommen beide nicht aus der Situation raus. Die müssen das so lange wegmachen, wie er das dahin legt, ne? It's such a pretty world today. Ist das unangenehm, du. And happiness is being close to you. Du saß vor der Glotze. Und konnte es nicht fassen, weil es ja keine Auflösung gab. Und dachte nur, diese Moderatoren bei NTV, die sind wirklich trainiert. Das sind die Leute, die moderieren auch Kaffeefahrten, weil die auch mit so Rentnern tot um, ne? In dem Moment dachte ich, vor solchen Leuten habe ich Angst. Ja, ne? Genau. So Leute, die da so sitzen und so stur. Ja, da ist ein Gebäude in London und das ist sehr groß. Und dieses Gebäude sehen wir hier auf diesem Bild. Ja, die können eben auch in den Krieg ziehen und von da aus berichten. Das macht denen alles nichts aus. Antonio, aber ihr seid so gemein, wie ihr da arme Philips-Mitarbeiter quält. Ich kann nur Prominente quälen. Das ist ja Prominente. Staubsauger. Jetzt lüge ich. Ja, jeder Philips-Mitarbeiter, der einen Tag auf der Messe ist, ist prominenter als jeder, der im Dschungelcamp ist. Nein, die haben im Dschungelcamp, die haben wenigstens eine Vergangenheit. Das musste ich jetzt sagen. Ja, aber die da haben noch eine Zukunft. Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe eine sehr gute Frage. Hören Sie nun die sehr gute Frage. Wann ist Dirk Bach das letzte Mal so richtig aggressiv ausgerastet und warum? Ob bei den Proben passiert mir das schon auch und die ganze Zeit. Ich habe mir mit 5 Leuten probiert vorzustellen, wie Dirk Bach aggressiv ausrastet. Es ist uns mit 5 Leuten nicht gelungen. Nee, es ist auch, glaube ich, komisch. Also ich weiß, dass ich mal ein Stück spielen musste, da sollte das passieren. Und irgendwann haben sie es aufgegeben, weil es nicht so richtig in mir ist. Aber es passiert natürlich. Es ist dann auf unangenehme Art freundlich wahrscheinlich. Hast du schon mal einen gehauen? Nee. Noch nie? Nee. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich habe mal einen Nazi gespielt bei Kiki Beach von Strelowitz, aber da hatte ich meine Schergen, also... Ich glaube, Aggressivität oder Brutalität entwickelt sich ja auch anderweitig. Ist ja auch ein großes Kompliment, dass man sich das bei dir einfach nicht vorstellen kann. Ja, weiß ich nicht wirklich, ob das ein Kompliment ist. Man denkt, ich bin so grundgut freundlich. Aber das könnte natürlich auch nur eine ganz böse Maske sein. Und eigentlich ist zum Beispiel Sonja die Freundliche und ich bin die... Ach so, das denkt man. Ne? Ja. Im wahren Leben ist es dann wahrscheinlich umgekehrt. Aber bleib doch bitte sitzen, ich mach das Gleiche. Vielen Dank. Vielen Dank, Dirk Bach. Ich danke. Bitte gefallen, von Thomas Tulpe.
anscheinend. Wir haben euch eben schon den ersten Teil einer, ja, ich würde sagen, einer, gibt's eine Duologie? Nee, ne? Was? Den ersten Teil, ich wollte sagen, einer Trilogie, aber es wäre gelogen. Es gibt ja nur zwei Teile. Was ist das? Ist das ein das ist jetzt die Fortsetzung. Zweiteiler. Das ist ja die Fortsetzung, ne? Ja. Es stehen Fragen im Raum, so, wer gewinnt das, wenn ich Sie wäre auf der IFA eigentlich? Und ich glaube, das viel Wichtigere ist, wer hat gerade das Pupspray? Sehr verehrte Damen und Herren, wenn ich Sie wäre von der IFA, Teil 2. It's such a pretty world today. Look at the sunshine. Jogo. And every day. Ist gut. Hans, komm. Ja. Ist gut, komm. Wiedersehen. So. Alter, ne? Viele nette Leute ganz getroffen. Ehrlich, kannst du mir das nächste Mal bitte eine Aufgabe geben, die nicht ganz so unangenehm ist? Get down! Funk-Ausstellung, ne? Roboter. Roboter. Guck mal, da kannst du ein Foto machen mit den Robotern. Guck mal da. Roboter, Roboter. Alle. Roboter, Roboter, Roboter. Das ist aber jetzt blöd, das zieht jetzt einer drauf. Ja. Klaas, wenn ich Sie wäre, ne? Ja. Würde ich die Dame dafür nicht wegpupsen. Hast du noch Pupspray? Ah, okay, damit du dann dahin kannst. Ja. Das ist Pupspray, du musst weg da. So. So, jetzt ist frei. Roboter-Foto! Roboter! Tust du mir kurz einen Gefallen, riechst du mal an deinem Finger? Kennst du dieses lustige Spiel, wo man Leuten die Nase so klaut und sagt, hier, guck mal, deine Nase? Das ist witzig, ja, das ist witzig, ja. Fand ich, kann ich mich noch erinnern, fand ich vor 25 Jahren zum Totlachen, da war ich 3. Ja, das ist nämlich gerade der Spaß an der Sache. Du wirst das jetzt machen mit diesen ganzen spießigen Schlipsträgern hier, ne? Aber nicht mit irgendeinem Finger, sondern mit deinen Stinkefingern. Kannst du den schönen paar Nasen klauen. Aufgabe, wenn ich Sie wäre, sehr geehrter Herr Winterscheid, würde ich jetzt hier mit deinen Pupsfingern an die Nasen von irgendwelchen Schlipsträgern gehen. Schau mal, 5 reichen, ne? Und denen die klauen. 5 Nasen. Und kannst du sagen, hier. Noch eine Sache, die ganz wichtig ist, ne? Du musst mir die Nasen auch bringen. Ja, ja, sonst kannst du mir alles erzählen, weil ich hab sie. Ich will sehen, dass das die Nasen sind. Also, du hast schon verstanden, dass das nur so der Daumen ist, den man dazwischen bringt. Bring mir die Nasen. Okay. Hallo. Ja, Marvin. Oh, gotcha. Haben die ihre Nase geklaut? Da ist die Nase. Ja, haben die Nase geklaut. Zeig mal. Hier. Einer mal. Und die Nase geklaut. Zeig mal. Wo ist die Nase von dem Mann? Mit viel gutem Willen, ne? Danke. Klaas, weißt du, was mir in meiner Sammlung fehlt? Eine asiatische Nase. Würdest du mir bitte eine Die sind auch sehr selten. Ja, die sind wirklich selten. Die sind überhaupt nicht selten. Das sind die häufigsten Nasen, die man kriegt. Hol mir jetzt einfach eine asiatische Nase. Hallo. Hi. Yeah, I'm doing good. Don't be afraid, I just have to do something like your nose. I have your nose. You know, I have your nose. Ja. Yeah. Yeah, I have to bring the nose to him. Okay, now we have the nose. Thank you very much. Yeah, okay. Yeah. I got your nose. I got your nose. Thank you. Yeah. Wie viele Nasen habe ich jetzt? 4, ne? Klaas, ich habe eine Nase gefunden. Ich habe eine Nase gefunden. Hi, Breiter, tipp, 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 eine Nase brauche ich noch, nur noch eine einzige. Und ich glaube, ich muss nicht sagen, wo du sie holen musst. Du weißt es schon. Hallo. Hallo, hallo. You know something we do in Germany? Something the nose. I got your nose. I got your nose. I have to bring the nose to him. All right? Thank you very much. Okay, I got the nose. I got the nose. Here. Bring the eyes down here. Bring the eyes. Bring the eyes. Bring the eyes. Abhaut, komm. Pass auf. Du erinnerst dich doch noch an deinen Auftritt in Mexiko. Das Schwein von Tijuana, weißt du noch? Damals, als du gegen die Lucha Libre gekämpft hast, aber du hast ja nicht nur gegen die gekämpft, du hattest ja noch eine Zusatzaufgabe, weißt du das noch? Ja. Also was musstest du da nochmal machen, außer kämpfen? Musst du dir einmal in die Moppe klappen und zweimal in den Arsch fassen. Ja, genau. Und das machst du jetzt einfach nochmal, und zwar mit der netten Hostess, die da rechts von mir steht. Oh, verwickel sie in ein Gespräch, fass sie einmal an die Moppe klappen und zweimal in den Arsch. Nein. So. Nein. Viel Spaß. Das kann ich nicht, wirklich nicht. Das geht nicht. Wie, da ist sie doch.
Ja, ja. Nee, komm. Kannst ja auch sagen nein, dann hast du halt verloren. Nein, ich mach das jetzt ganz kurz und schmerzlos. Ich habe keinen Bock auf große Gespräche. Ja, ist gut, ja, dann hau rein. Wenn du nicht auf Vorspiel stehst, mega. Hallo. Das wird jetzt so wahnsinnig unangenehm für beide von uns, ne? Aber es hilft nichts. Der Grabscher, ne? Hast du diese seltene Sendung gesehen, wo ich in Mexiko gekämpft habe? Nee, leider nicht. Nee? Das war total blöd, weil ich musste da mit einer Lucha Libre kämpfen. Aber ich musste nicht nur mit der kämpfen, sondern ich musste auch noch so machen und so und so. Das tut mir wahnsinnig leid. Ekelhaft, ne? Der sympathische Biertrinker Joko Winterscheidt. Du bist so ein blödes Arschlein. Warum soll ich hier auch jemanden Unbeteiligten an die Titten fassen? Außerdem habe ich das Wort Titten nicht einmal gesagt. Moppelklampen habe ich benutzt. Ja, von mir aus auch Moppelklappen, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Gott, war das auch so unangenehm. Die stand da wirklich und hat sich richtig entwürdigt gefühlt. Ne? Ich fährt jetzt gleich nach Hause und dann würde ich schön heulen unter der Dusche. Ja. Hier steht jetzt 6 Stunden lang unter der Dusche. Auf dem Fernsehweg vielleicht einfach mal, ne? Auch wenn sie wahrscheinlich total anti jeglicher Fernsehkultur ab sofort ist. Aber falls du das siehst, ja, oder Freunde von dir dich erkannt haben, ne, sag ihr nochmal, ey, wirklich, das ist, ich schäme mich gerade so wahnsinnig. Jetzt sagst du ja gar nicht, das ist, nein, Entschuldigung, einfach, das ist so eklig. Das ist wirklich, ne? Ja. Call to say I love you. I just call to say how much I care. Ach, das ist ja toll. Was macht man damit? Wir machen hier Volumen in die Haare. Na, also wenn ich eins schon habe, dann sind das Locken. Wenn sich einer auskennt mit Haaren, dann bin ich das ja an dieser Stelle, ne? Mein Name ist Klaas Heufer-Umlauf. Ich habe Friseur gelernt. Wenn ich Sie wäre, würde ich mir jetzt von Herrn Heufer-Umlauf die Haare schneiden lassen. Na? Ja, so Kreppen kannst du machen. Kreppen, ja, komm. Komm, lass greifen. Nee, nicht schneiden. Guck. So, okay, haben wir es jetzt? Haben wir das jetzt? Ja, warte doch mal. Ich mag mal einer das Mikro halten. Ja, so, wie geht das? Die anderen so immer so, der eine andere wieder so, und der andere wieder so, ne? Und die schneiden nochmal so, ne? Die. Ja, ey! Schneidest du jetzt? Ja, okay. Geil. Wie, jetzt ernsthaft mal, jetzt sag mal die Regel. Komm, das ist jetzt mit Crepe oder mit Schere? Ey! Oder Bastelschere, hau ab da! Das ist doch keine Bastelschere. Ja, Geflügelschere ist das. Ja. Hau ab da, wirklich. Die haben keine Schere hier, keine Ahnung. Ja, dann schalten wir jetzt die Haare ab hier. Thomas. Komm, einmal kurz. Was ich immer konnte, war mit den Rasierern. Jetzt ist Schluss. Ich lass mir doch jetzt nicht von dem Mongo hier die Haare abrasieren. Hallo, ich hab das gelernt. Ich weiß aber, wie gut ich das kann. Kannst komm, setz dich jetzt hin. Nee, nix. Setz dich jetzt hin. Nein, ist so. Komm, setz dich hin. Nee, das steht in keinem Verhältnis. Ich hab voll den Eierkopf. Ernsthaft? Ich hab voll den Eierkopf, wenn du mir das abrasierst. Ich muss dann ja alles abmachen, wenn du mir einmal so eine Schneise hier reinmachst. Ich geh doch rein, wirklich. Du weißt ganz genau, dass ich sehr verantwortlich mit diesem Gerät umgehen soll. Ey, ganz ehrlich, voll frittige Hölle zu, ne? Vergiss es. Du hast gewonnen, hast von mir es gewonnen. Ja, tschüss, Feierabend. Wirklich? Ja, wirklich. Ach, Klaas, irgendwie finde ich das jetzt irgendwie ein bisschen schade. Wirklich. Money auf emotional freuen, nee, oder lass es aber nein, ich will innerlich freuen, aber ich kann es halt nicht so zeigen gerade, weil ja, für mich ist dieses Projekt noch nicht zu Ende. Ja, für mich aber. Das Projekt. So. Komm, Klaas. Und wenn wir es off-camera machen? Jo! Ja, komm. Man muss ja auch ehrlich sagen, immer wenn du irgendwas gewinnst, gibt es Pokale und keine Ahnung, was ist. Ich gehe da sehr anders. Nee, du musst jetzt hier nicht irgendwas Belangloses suchen, was mich auszeichnet. Dass ich die Klasse vom Tropical Island. Ja, hab ich dir geschenkt, du Arschloch. Ja. Du kannst dich einfach irgendwas weiter zurück verschenken. Egal, aber man muss an der Stelle mal festhalten, ich habe gewonnen. Ja, von mir aus. Aber ich habe jetzt den nächsten Gast und ich freue mich sehr auf ihn. Er ist ja einer der besten Schauspieler des Landes, das nicht nur in Filmen oder im Fernsehen, sondern natürlich auch auf den Theaterbühnen, nicht nur dieses Landes, sondern in Österreich war jetzt auch gerade sehr erfolgreich. Er macht nicht nur das, sondern hat auch immer mal wieder Soloprojekte. Also eigentlich hat er permanent Dinge am Laufen, die man so von ihm nicht erwarten würde. Er ist sehr wandlungsfähig, er ist ein extremer Mensch, sowohl in seiner Profession als auch privat. Und er ist vor allen Dingen ein sehr interessanter Gesprächspartner. Wir freuen uns sehr über Ben Becker. Herzlich willkommen. Yeah.
nimm Platz. Dankeschön. Herzlich willkommen. Guten Abend, die Herren. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Neon Paradise. Wie geht's? Ist es ein anderes Lebensgefühl seit ein paar Tagen? Nein, nicht wirklich. Ist ja nichts passiert. Ich hatte nur ein rauschendes Fest und eine großartige Party irgendwo in Österreich am Steg und es war wie Alice in Wonderland. Also, das kann man jetzt kurz mal erklären. Es geht um deine Hochzeit, ne? Du hast geheiratet. Was ich dachte, und da muss ich jetzt mal sagen, ob ich damit recht habe, das war ein Fest, was aus vollem Herzen entstanden ist. Stimmt das? Ja, und es war ja letztlich 14 Jahre lang geplant. Ja, ja. Oh mein Gott. Es war dann einfach so, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, der Ort ist richtig. Und das war ein Geschenk an meine Tochter. Ja, die hatte Geburtstag an dem Tag. Und ich habe einfach gesagt, also ich habe zu meiner Frau gesagt, pass auf, Bedingung ist keine Eltern, keine Freunde aus Berlin, nur Hotelgäste, die wir gar nicht kennen, ein Blasorchester. Und ich habe zu ihr gesagt, zweite Bedingung ist, du musst vorher die Biografie von Keith Richards lesen. Ja. Und das hat sie gemacht. Und ja. Dann habe ich gesagt, ja. Damit sie schon mal ungefähr weiß, was auf sie zukommt, oder? Ja, das weiß sie ja nun seit 14 Jahren. Ja. Aber na, ich dachte, damit sie mich besser versteht. Ja. So. Es ist eine schöne Form von Romantik, muss man mal sagen. Oder? Nee, ernsthaft. Da hätte ich dich auch geheiratet mit den Ansagen. Ja, finde ich auch. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen das, was so deine... Ja, so ein bisschen, weil es verschwimmt ja manchmal. Öffentliche Personen und auch den Eindruck, den du privat manchmal machst, es ist immer sehr leidenschaftlich, es ist immer sehr intensiv in jede Richtung. Auch bei deinem neuen Bühnenprogramm, mit dem du gerade unterwegs bist, hört man, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, das zu sehen, aber man hört, dass es auch wieder genau das ist. Und wir gucken uns mal an, was da los ist. Ich will dich nur für mich. Völlig unzensiert. Ich will dich nackt fotografieren und sehen, wie du wirklich bist. Posuiert. You could have it. Hört man gar nicht auf Rio Reiser und Johnny Cash, ne? Ja, es sind Coverversions in dem Programm und ich habe einfach gesagt, also ich hatte so und so viel selbstgeschriebene Songs, das reicht aber nicht, um einen ganzen Konzertabend zu füllen, aber ich wollte irgendwie an dieses Programm ran und dann habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir von den Leuten, an denen ich mich orientiert habe, sprich Reiser, Cash, Leonard Cohen, DeVille, nehmen wir Coverversions rein, um sozusagen die 2 Stunden voll zu kriegen und es gibt ja noch keinen Tonträger, das ist also sehr ungewöhnlich, dass man rausgeht mit einem Programm, wo es noch keinen Tonträger gibt. Sinnlos, kommerziell. Kommerziell gesehen ist es sinnlos, ja. 2,50 € kriege ich trotzdem nach der Vorstellung, aber es ist sinnlos, ja. Aber ich liebe sinnlose Dinge. Wenn man sich so alles anguckt, was du machst, egal ob du jetzt gerade den Tod gespielt hast im Jedermann oder ob du die Bibel liest oder ob du bei Arte moderierst und da immer mit den Armen so rumfuchtelst oder ob du um Vicky Leandros rumrennst, während die singt, weiß ich, und das habe ich überhaupt nicht kapiert, aber da bist du nicht der Einzige. So, und aber was man wirklich sieht, du stirbst bei jeder Sache, die du machst, einen kleinen Tod. So, du auch gerade bei diesem kleinen Ausschnitt, den man da gesehen hat. Ich find's überhaupt nicht überraschend, dass du manchmal nach so einer Sache so ein bisschen in dich zusammenfällst. Würdest du das so unterschreiben? Es ist durchaus so, dass ich meine Kunst sehr, sehr ernst nehme und da auch ein Seiltänzer bin. Ich bin der Meinung, man muss aufpassen, dass man nicht runterfällt. Einmal ist mir das fast passiert. Aber ich lebe das und ich will was. Also da ist ein wahnsinniger Wille und eine Liebe hinter, die ich versuche mitzuteilen. Und irgendwie scheint das zu funktionieren. Egal, ob ich jetzt ein Kinderbuch male oder was anderes. Also ich habe einfach Lust, mich da auszuprobieren. Aber das mit einer großen Intention und Ernsthaftigkeit. Und das tut natürlich manchmal auch weh. Das ist ganz klar, weil wer gibt, der nimmt. Und manchmal fügt mir das auch Schmerzen zu. Aber das nehme ich gerne in Kauf. Anders könnte ich nicht. Was Moritz Bleibtreu letzte Woche gesagt hat, war, dass Schauspiel eine Behauptung ist, in erster Linie. Bei dir habe ich den Eindruck, es ist nicht unbedingt eine Behauptung, sondern du holst das auch so ein bisschen aus deinem Leben und übersetzt das dann in die Figur, die du spielen musst. Musst du das mal erlebt haben, um zu wissen, wie sich bestimmte Sachen anfühlen, auch wenn die extrem sind?
Nö, nicht unbedingt. Also da kann man auch viel aus der Fantasie oder aus der Beobachtung herausholen. Ja? Und ich bin ein großer Freund von Dramaturgie und ich gucke sehr genau, was ich mache und beobachte das sehr genau. Also ich verliere mich nicht in dem, was ich mache. Das scheint so, da hat der Moritz recht. Aber ich gehe in der Erfüllung dieses Scheinbaren gehe ich halt sehr, sehr weit und stürze mich sehr, sehr weit raus. Aber ich habe mich letztlich dann doch immer irgendwo im Griff. Ich habe ja nur gerade ganz kurz mal angerissen, wie viele verschiedene Sachen du gemacht hast. Und da gibt es ein paar Sachen, wo ich auch denke, hä, was soll das denn? Und andere Dinge, von denen ich gedacht habe am Anfang, warum die Bibel als Hörbuch, aber wenn man es hört, es ist schon krass, wenn du das vorliest. Ja. Und die Show war auch nicht schlecht. Aber wenn ich mich für sowas entscheide wie Vicky Leandros, ich habe auch einen großen, viel Humor. Außerdem ist das eine tolle Frau. Und ich hatte irgendwie hege immer noch den Wunsch, nochmals bei Carmen Nebel aufzutreten. Weil das ist die Show mit den größten Springbrunnen und dem meisten Nebel. Also, plus Carmen natürlich. Das ist schön. Lass ich mir nicht nehmen. Man soll doch Träume haben. Sehr gut. Ja. Das finde ich gut. So, also. Aktuelles Programm, den See. Eine CD gibt's noch nicht, vielleicht in 2-3 Jahren, wenn Ben Becker das kommerziell für notwendig hat. Aber momentan kann man sich das Ganze live anschauen. Informiert euch über Ben Becker, über das, was er gerade tut. Und ich danke dir sehr für... www.benbecker.de, da sind die Termine drin. Absolut, da sind die drin, holt's euch raus. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ben Becker. Es war sehr nett, dass du es endlich mal zu uns geschafft hast. Wir fragen dich, glaube ich, seit 1995 an und jetzt bist du endlich mal hier. Meine Tochter hat mir dazu geraten. Ja, überredet, kann man ruhig sagen. Genau. So. Deswegen sagen wir großen Applaus für Ben Becker und hier hören wir noch mal Thomas Tulpe. Du möchtest richtig fett und trotzdem sexy sein? Du möchtest dich wohlfühlen? Du möchtest zunehmen, ohne zu fressen? Mit dem 10 Weeks Body Change Programm habe ich ein Ernährungsprogramm entwickelt, mit dem ich fetter, fetter und noch fetter wurde. Ganz unkompliziert. Ich selbst habe mit dem 10 Weeks Body Change Programm in nur 10 Wochen 20 Kilo zugenommen. Bereits Tausende machen erfolgreich mit. imakeyourbeerbauch.com. Ladies and Gentlemen, wenn ich so eine Ansage mache, bitte komplett das Bild aufziehen. Hier bin ich. Hallo. Dankeschön. Ladies and Gentlemen, jetzt kommt der Mann, der seitdem ich ihn getroffen habe, offiziell Gangster-Rapper ist. Er ist einer der erfolgreichsten in diesem Lande. Ja, sein Album Ray Up ging von 0 auf die 1. Er hat 9 Singles in den Charts gehabt. 3 davon in den Top 10. Er ist gerade auf Tour. Die aktuelle Single heißt Du. Heute Nacht ab 12 gibt's eine neue Single. Einmal um die Welt. Hier ist er, der erfolgreichste Rapper dieses Landes. Hier ist Crow. Sie sagt, sie würde gern ans Meer, mal wieder weg von hier. Ist egal wohin, einfach weit, weit weg, und der Stress bleibt hier. Und am besten gleich. Sie sagt, man, ich hätte gern Zeit, wär ich gern reich. Ich will nur so viel, dass es stressfrei reicht. Ey, verdammt, man, ich wär gern Zeit. Ich will nach London und Paris, einfach raus in die Welt und smile, yeah. Und jeder Club spielt die Lieblingslied, fühle mich wieder heim, yeah. Und sie glaubt fest dran, aber schaut mich an, sagt, was ist mit dir, sag, hast du einen Wunsch, ich sag, nee, ist alles cool. Baby, glaub mir, das Beste bist du, ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool, ja, ich weiß, wie viel was mir gefällt. Baby, glaub mir, das Beste bist du, ich vergiss mal den Rest und und ich zerbrech mir den Kopf, denn was bringt mir das Geld, wenn ich dich nicht seh? Und jedes Mal, wenn du mich dann ansiehst, bleibt meine Welt stehen. Und ich weiß ganz genau, dass du dich gerade fragst, ob das mit uns geht. Denn kaum bin ich da, muss ich weg und versprech dir jetzt, ich bin bald wieder da, yeah. Ich bin in London und Paris, Mann, ich glaub, ich bin jetzt ein Star, yeah. Und nein, ich denk nicht nach, sondern mach nur, was ich mag, yeah. In diese Welt ist geil, jeder Tag so zart.
plötzlich keinen Wert, wenn du mich ansiehst. Und alles dreht sich um sich selbst, fühlt sich an, als ob mein Bett nichts, was uns jetzt noch hält. Nur wir zwei gegen die Welt. Und wer die glaubt, mir das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich bin nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es geht dir, was mir gefällt. Und wer die glaubt, mir das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und so, vielen Dank. So, möchtest du noch was trinken? Ja, der hat mir ins Knie geschossen. Ich weiß bin nicht ich, das haben wir gehört. Ja, möchtest du noch was trinken was, jetzt? Was schreist du mich so an? Oma! Ja, ich hätte gern noch was zu trinken, Junge! Willst du mal die Schuhe ausziehen? Nee, lass gut sein! Gut. Also, das war eher Leute, wir, gut, muss er vielleicht dabei gewesen sein, um den Humor zu verstehen. Ist hier eine Stimmung. So, Wir haben uns nur aus Spaß angeschrien. Wir verabschieden uns. Nächste Woche kommt ohne Scheiß kein Witz Frank Elsner. Und so. Oliver Kalkofe. Und Skanke Nancy. Also bis nächste Woche. Tschüss. Alles in Ordnung? Ja, ich bleibe bei mir sitzen. Ich komme wieder gar nicht weg. Hey. Was soll der Scheiß? Komm zurück. Musik anscheinend. Wir haben euch eben schon den ersten Teil einer, ja, ich würde sagen, gibt es eine Duologie? Nee, ne? Was? Den ersten Teil, ich wollte sagen, einer Trilogie, aber es wäre gelogen, es gibt ja nur zwei Teile. Was ist das? Ist es ein das ist jetzt die Fortsetzung. Zweiteiler, das ist ja die Fortsetzung, ne? Ja. Es stehen Fragen im Raum, so, wer gewinnt das, wenn ich Sie wäre auf der IFA eigentlich? Und ich glaube, das viel Wichtigere ist, wer hat gerade das Pupspray? Sehr verehrte Damen und Herren, wenn ich Sie wäre von der IFA, Teil 2. It's such a pretty world today. Look at the sunshine. Today Jogo. And every day. Ist gut. Hans, komm. Ist gut, komm. Wiedersehen. So. Alter, ne? Viele nette Leute. Ganz ehrlich, kannst du mir das nächste Mal bitte eine Aufgabe geben, die nicht ganz so unangenehm ist? Get down! Funk-Ausstellung, ne? Roboter. Guck mal, da kannst du ein Foto machen mit den Robotern. Guck mal da. Roboter, Roboter, alle. Roboter, Roboter, Roboter. Das ist aber jetzt blöd, das zieht jetzt einer drauf. Ja. Klaas, wenn ich Sie wäre, ne? Ja. Würde ich die Dame dafür nicht wegpupsen. Hast du noch Pupspray? Ah, okay, damit du dann dahin kannst. Ja. Das ist Pupspray, du musst weg da. So. So, jetzt ist frei. Roboterfoto! Roboter! Tust du mir kurz einen Gefallen, riechst du mal an deinem Finger? Kennst du dieses lustige Spiel, wo man Leuten die Nase so klaut und sagt, hier, guck mal, deine Nase? Das ist witzig, ja, das ist witzig, ja. Kann ich mich noch erinnern, fand ich vor 25 Jahren zum Totlachen, da war ich 3. Ja, das ist nämlich gerade der Spaß an der Sache. Du wirst das jetzt machen mit diesen ganzen spießigen Schlipsträgern hier, ne? Aber nicht mit irgendeinem Finger, sondern mit deinen Stinkefingern. Kannst du den schönen paar Nasen klauen. Aufgabe, wenn ich Sie wäre, sehr geehrter Herr Winterscheid, würde ich jetzt hier mit deinen Pupsfingern an die Nasen von irgendwelchen Schlipsträgern gehen. Schau mal, 5 reichen, ne? Und denen die klauen. 5 Nasen. Und kannst du sagen, hier. Noch eine Sache, die ganz wichtig ist, ne? Du musst mir die Nasen auch bringen. Ja, ja, sonst kannst du mir alles erzählen, weil ich hab sie. Ich will sehen, dass das die Nasen sind. Also, du hast schon verstanden, dass das nur so der Daumen ist, den man dazwischen bringt. Bring mir die Nasen. Okay.
angesprochen, am Theater wird man viel angeschossen. Was, glaube ich, die wenigsten von dir wissen, ist, dass du wirklich ein wahnsinnig engagierter und auch viele Engagements an festen großen, lass mich kurz zu Ende führen, wirklich Häuser wie New York, Wien, wo du Engagements hattest. Und ich finde, das ist was, das vergisst man immer, wenn man dich sieht, weil man immer so, ach, da kommt der kleine Lustige wieder. Wie kriegst du das hin, das alles in einen Hut zu kriegen? Ja, das sehen nicht so viele Leute. Also Theater ist das, wo ich herkomme. Das mache ich seit über 30 Jahren. Und das Fernsehen kam irgendwo in der Mitte mal dazu. Und das hat einfach eine größere Wirkung. Dann machst du irgendwie eine Sendung und dann gucken das halt, wie im Dschungel, dann gucken das halt fast 10 Millionen und dann wissen 10 Millionen, man macht das, aber das andere kennt halt kein Schwein. Aber ist das nicht manchmal so ein bisschen auch absurd? Dann hast du da auf einmal so ein, ich sag mal, ernstes Theaterstück und dann stehst du dann auf einmal mit Sonja Zietlow wieder im Busch und hast dann so, also ich meine, die Spanne, die man da hat, nee, ganz ernst gefragt, die Spanne, die man da hat, ist natürlich total spannend für einen selber. Aber ja, nein, das war immer super cool. Also als ich das erste Mal richtig bemerkt habe, das war, ich bin so Anfang der 90er bin ich ins Ensemble vom Schauspielhaus in Köln gegangen und habe so Sachen gemacht wie Die Räuber von Schiller und so. Und gleichzeitig hatte ich bei RTL die Dirk Bach Show. Also dann saßen irgendwelche Schulklassen drin, die mussten gehen, weil es war die Räuber, also so ein richtig schöner Klassenausflug, wie man es liebt. Aber das Lustige war, am Anfang kam eben der Spiegelberg aus der Klappe raus mit Karl Mohr und der Spiegelberg war eben der komische Mann aus der Dirk Bach Show. Und das gab denen wieder so einen anderen Zugang dazu. Also ich finde das immer eine ganz positive Geschichte. Also der Beruf des Schauspielers hat ja irgendwie eine riesige Breite und da gehört das alles dazu. Und wenn man da sich auch nicht für schämt oder auch keine Berührungsängste hat, dann finde ich das gerade ganz klasse, weil es alles so dieses berühmte Crossover, von dem man ja auch in der Musik immer so gerne spricht. Ja, fast Cross-Promo dann bei dir, ne? Wenn du sagst, du kannst im Theater sogar noch helfen, dadurch, dass du dann ja, auch mal da bist. So soll es ja sein. Also irgendwie musst du ja jetzt gerade, das hat sich auch sehr verändert, die Theater sind leerer, als sie früher waren. Du musst natürlich auch ein bisschen was reißen, um die Leute da reinzuholen. Hat man denn, wir haben gestern so in der Redaktion gesessen, so ein bisschen darüber gequatscht, dass du kommst und dass du auch Theater machst, so Standing Ovations ist ja eigentlich das Größte, was einem nach einem Auftritt passieren kann. Jetzt wird das natürlich so Standing Ovations, wenn man sich Supertalent und weiß nicht was anschaut, schon sehr, sag ich mal, das hat eigentlich keinen Wert mehr, wenn man nicht ehrlich wirklich, ist. Nicht wirklich. Aber ist das was, was man merkt, dass so die Leute, die dann ins Theater gehen, weil sie das jetzt aus dem Fernsehen kennen, dass man einfach aufsteht, wenn das einem was gefallen hat? Nö, ich glaube, im Theater gibt es das auch, aber im Theater gibt es das dann wirklich nur, wenn da wirklich was Besonderes passiert. Also die Leute haben noch Geschmack. Nee, das hat mit dem Geschmack nichts zu tun. Wir haben einfach so ein paar Sachen im Fernsehen antrainiert bekommen. Die haben einfach nicht so eine große Bedeutung. Aber was soll man zu Casting-Shows sagen? Ja, aber im Idealfall vorher ja auch noch gesagt. Und jetzt stehen sie mal auf und ab. Ja, es hat nun wirklich mittlerweile. Wir haben früher immer Witze darüber gemacht, aber die Schilder gibt's ja. Ja. Die mit dem Applaus und so. Ja, ja. Darf ich einmal kurz nachfragen, weil immer, wenn ich dich sehe, laber ich dich ja voll mit kein Pardon, ne? Ja, genau. Ja, das habt ihr verpasst, ihr Säcke. Naja, weil jetzt spielt Roberto Blanco, habe ich mit Entsetzen festgestellt. Ja, aber ich nicht mehr. Warum denn nicht? Weil ich hier spiele jetzt, weil ich in Berlin spiele. Ja, das wusste ich nicht. Ich wollte mir das nämlich tatsächlich angucken und dann höre ich in der Werbung, das spielt jetzt Roberto Blanco. Was soll ich da denn? Fühlt man sich... Irgendwann haben sie es aufgegeben, weil es nicht so richtig in mir ist, aber... Aber es passiert natürlich. Es ist dann auf unangenehme Art freundlich wahrscheinlich. Hast du schon mal einen gehauen? Nee. Noch nie? Nee. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich habe mal einen Nazi gespielt bei Kiki Beach von Strelowitz, aber da hatte ich meine Schergen. Also ich glaube, Aggressivität oder Brutalität entwickelt sich ja auch anderweitig. Ist ja auch ein großes Kompliment, dass man sich das bei dir einfach nicht vorstellen kann. Ja, weiß ich nicht wirklich, ob das ein Kompliment ist. Man denkt, ich bin so grundgut... freundlich. Aber das könnte natürlich auch nur eine ganz böse Maske sein. Und eigentlich ist zum Beispiel Sonja die Freundliche und ich bin die Arschsau. Ach so, denkt man. Ne? Ja. Arschsau. Im wahren Leben ist es dann wahrscheinlich umgekehrt. Aber bleib doch bitte sitzen, ich mach das Gleiche. Vielen Dank. Vielen Dank, Dirk Bach. Ich danke. Bitte gefallen, von Thomas Tulpe. Musik anscheinend. Wir haben euch eben schon den ersten Teil einer, ja, ich würde sagen, gibt es eine Duologie? Nee, ne? Was? Den ersten Teil, ich wollte sagen, einer Trilogie, aber es wäre gelogen, es gibt ja nur zwei Teile. Was ist das? Ist es ein das ist jetzt die Fortsetzung. Zweiteiler, das ist ja die Fortsetzung, ne? Ja. Es stehen Fragen im Raum, so, wer gewinnt das, wenn ich sie wäre auf der IFA eigentlich? Und ich glaube, das viel Wichtigere ist, wer hat gerade das Pupspray? Sehr verehrte Damen und Herren, wenn ich sie wäre von der IFA, Teil 2. It's such a
pretty world today. Look at the sunshine. Today and every day. Ist gut. Ganz komm. Ist gut, komm. Wiedersehen. So. Alter, ne? Viele nette Leute. Ganz ehrlich, kannst du mir das nächste Mal bitte eine Aufgabe geben, die nicht ganz so unangenehm ist? Get down! Funk-Ausstellung, ne? Roboter. Guck mal, da kannst du ein Foto machen mit den Robotern. Guck mal da. Roboter, Roboter, alle. Roboter, Roboter, Roboter. Das ist aber jetzt blöd, das zieht jetzt einer drauf. Ja. Klaas, wenn ich sie wäre, ne? Ja. Würde ich die Dame dafür nicht wegpupsen. Hast du noch Pupspray? Ah, okay, damit du dann dahin kannst. Ja. Das ist Pupspray, du musst weg da. So. Jambulat Dudaev. Auf Facebook geradezu. Du fette Sau, beweg mal deinen Arsch und sag uns, was wir jetzt machen sollen. Aber ich finde auch, und dafür wurde Facebook ja auch so ein bisschen immer schon mal für jeden benutzt. Ja, man findet alte Bekannte wieder. Ja, man erinnert sich an die guten alten Zeiten. Und so geht's auch Muhammad Karayasi, der anscheinend eine Vergangenheit mit unserer Kanzlerin hat. Der sagt nämlich, hey, kennst du mich noch? Ich hab dich in der Grundschule geknallt. Smiley, smiley. Smiley. Ja, aber wichtig ist natürlich auch, dass man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Ne? Oftmals geht's immer dieses Sie, Frau Merkel, Frau Bundeskanzlerin. Das ist ja auch sehr unpersönlich manchmal. Es kommt immer darauf an, was man so sagt. Hier schreibt zum Beispiel Young Breezy, ne, also selber schon ein cooler Name, ne, schreibt dann, ey, leih mal ein Haus für ein Wochenende, ich will ein bisschen Party machen, schreib schnell back, Baby Girl. Wurde ja, Applaus für Baby Girl. Gerne. Wurde Angela Merkel jemals Baby Girl genannt, ja? Nicht mal von engen Verwandten, glaube ich, ja? Wir haben Musik heute, ja? Und das ist ein junger Mann, der... Mich hat er verwirrt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber er heißt Thomas Tulpe. Guckt mal selber. War gut, hat dir gefallen? Naja, bitte? Ja, reicht, oder was? Ja. Nee, war gut, hat Violetta gesagt. Ich fand's gut. Ja, ich auch. Disco, Wackel. Oh, meine sehr verehrten Damen und Herren, das scheint unser erster Gast zu sein. Jawohl, er ist es. Ich würde sagen, dieser gute Mann, ja, der ist sowas wie ein Chamäleon, aber jetzt nicht, weil er so groß immer die Farben wechselt und aussieht wie ein Christbaum auf LSD, nein. Er schafft es wirklich, den Spannungsbogen von ernstem Theater bis hin zu Trash-TV wie Dschungelcamp zu spannen. Wie uns klingt das hier noch nicht mal mit dem Trash-TV, aber er ist einer von den ganz Großen im deutschen Showbusiness. Hier ist, Ladies and Gentlemen, Dirk Bach. Sehr geehrter Herr Winterscheid, würde ich jetzt hier mit deinen Pupsfingern an die Nasen von irgendwelchen Schlipsträgern gehen, noch mal fünf reichen, ne? Und denen die klauen. Fünf Nasen. Dann kannst du sagen, hier. Noch eine Sache, die ganz wichtig ist, ne? Du musst mir die Nasen auch bringen. Ja, ja, sonst kannst du mir alles erzählen, weil ich hab sie. Ich will sehen, dass das die Nasen sind. Also, hast du verstanden, dass das nur so der Daumen ist, den man dazwischen steckt? Bring mir die Nasen. Okay. Hallo. Ja, oh, gotcha. Haben Sie Ihre Nase geklaut? Oh, da ist die Nase. Ja, haben Sie die mal? Nase geklaut? Zeig mal. Ja. Einer mal. Haben Sie die Nase geklaut? Zeig mal. Wo ist die Nase von dem Mann? Mit viel gutem Willen, ne? Danke. Danke.
Klaas, weißt du, was mir in meiner Sammlung fehlt? Eine asiatische Nase. Würdest du mir bitte eine Die sind auch sehr selten. Ja, die sind wirklich selten. Die sind überhaupt nicht selten. Das sind die häufigsten Nasen, die man kriegt. Hol mir jetzt einfach eine asiatische Nase. Hallo. Hi. Yeah, I'm doing good. Don't be afraid. I just have to do something like your nose. I have your nose. You know, I have your nose. Yeah. Yeah, I have to bring the nose to him. Okay, now we have the nose. Thank you very much. Yeah, okay. I got your nose. I got your nose. Thank you. Yeah. Wie viele Nasen habe ich jetzt? Vier, ne? Klaas, ich habe eine Nase gefunden. Ich habe eine Nase gefunden. Typewriter, tipp, 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 Karte. Eine Nase brauche ich noch, nur noch eine einzige. Und ich glaube, ich muss nicht sagen, wo du sie holen musst. Du weißt es schon. Hallo. Hallo, hallo. You know something we do in Germany? The nose. I got your nose. I got your nose. I have to bring the nose to him. All right? Thank you very much. Okay, I got the nose. I got the nose. Here. Bring the heiße Nase. Bring die Nase. Bring die Nase. Bring die Nase. So, abhauen. Komm. Pass auf. Du erinnerst dich doch noch an deinen Auftritt in Mexiko. Das Schwein von Tijuana. Weißt du noch? Damals, als du gegen die Lucha Libre gekämpft hast, aber du hast ja nicht nur gegen die gekämpft, du hattest ja noch eine Zusatzaufgabe, weißt du das noch? Ja. Also was musstest du da nochmal machen, außer kämpfen? Musst du dir einmal in die Moppe klappen und zweimal in den Arsch fassen. Ja, genau. Und das machst du jetzt einfach nochmal, und zwar mit der netten Hostess, die da rechts von mir steht. Oh, verwickel sie in ein Gespräch, fass sie einmal in die Moppe klappen und zweimal in den Arsch. Nein. So. Nein. Viel Spaß. Das kann ich nicht, wirklich nicht. Das geht nicht. Wie, da ist sie doch. Ja, ja. Nee, komm. Kannst ja auch sagen nein, dann hast du halt verloren. Sie laufen mit dem Mikrofon. Ja, mit dem, das Gefühl zu wissen, es wird heute noch ganz doll peinlich. Was hast du denn da an? Wir sind hier in der Halle von NTV. Die machen hier gleich eine Live-Sendung. Und ich würde dich mal bitten, einfach mal staunend in diese Live-Sendung reinzugehen. Interessiert sein. Wenn die hier auf Sendung gehen, laufe ich denen ins Bild, oder was? Naja, genau, ins Studio rein. Bist du bescheuert? Einfach nur große Gesten. Oh, was ist hier denn los? Oh, Menschen, Fernsehen. Ach komm, Showtime, Baby. Vier, drei, zwei, eins und drauf. So, jetzt geht's los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er steht da hin und staunt. Soll ja auch ihre Kontakte zum Königshaus verkaufen haben wollen. Also wollte damit nicht Kohle machen. Also da hat die Jenny gesagt, nee, das ist also mit der Öffentlichkeit nicht rum. Ist er jetzt wieder da? Da wundert sich man sich natürlich. Und jetzt lässt er sich auch noch so ein Haus runter. Das wäre eigentlich eher ein Job für Harry gewesen. Oder? Jetzt natürlich, dass das ein bisschen mit Las Vegas, seinem Aussetzer, was zu tun hat mit den Nacktfotos. Die haben ja wirklich das ganze Königshaus so gar nicht gelöst. Also der wurde jetzt aber wahrscheinlich so ein bisschen aus der Schuss erfahren. Sehr gut. Vielen Dank, Jenny. Und wir begrüßen alle fremden Moderatoren bei uns im Studio. Gehen jetzt aber weg mit der Kamera, weil der ist hier und nicht, sondern der da hinten, nämlich unser Internet-Reporter Moritz Wege. Der hat uns ein bisschen was zu diesem Wolkenkratzer zu berichten. Richtig, aber ich wette, der Kollege kommt gleich mehr, weil er findet das sicher auch spannend, was ich jetzt erzähle. Nämlich, ich erzähle mehr über dieses große Bauwerk, das jetzt in London steht. Die Glasscherbe ist das. Und diese Glasscherbe, die komm, schnell abhauen, bevor die Live-Sendung zu Ende ist. 110 Meter hoch. Und wenn wir uns das hier anschauen. Oh. Ey Leute, ich kann euch gar nicht sagen, was das für ein krasses Gefühl war, mitten im Fernsehen zu sein. Das war krass. Klaas? Es ist ein Moment gekommen, der wird in die Fernsehgeschichte eingehen. Das glaube ich weniger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Poopspray.
Wo gibt's das immer noch zu kaufen? Diese kleine gelbe Flasche, ja. Wird dafür sorgen, dass wir hier ausverwogen kommen. Hat uns schon sehr viel Spaß bereitet. Und ja, gibt's immer wieder diese kleinen geschlossenen Räume, wo viele Menschen drin sitzen und Dinge vorgeführt bekommen. Wenn ich Sie wäre, Wolf Umlauf, würde ich mit dem Pupspray mich in diese Kinovorführung da vorne reinsetzen. Ja, die können eben auch in den Krieg ziehen und von da aus berichten. Das macht denen alles nichts aus. Aber ihr seid so gemein, wie ihr da armen Philips-Mitarbeiter quält. Ich kann nur Prominente quälen. Das ist... Ja, Prominente. Staubsauger. Jetzt lüge ich. Ja, jeder Philips-Mitarbeiter, der einen Tag auf der Messe ist, ist prominenter als jeder, der im Dschungelcamp war. Nein, die haben im Dschungelcamp, die haben wenigstens eine Vergangenheit. Das musste ich jetzt sagen. Ja, aber die da haben noch eine Zukunft. Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe eine sehr gute Frage. Hören Sie nun die sehr gute Frage. Wann ist Dirk Bach das letzte Mal so richtig aggressiv ausgerastet und warum? Ob bei den Proben passiert mir das schon auch und die ganze Zeit. Ich habe mir mit 5 Leuten probiert vorzustellen, wie Dirk Bach aggressiv ausrastet. Es ist mit 5 Leuten nicht gelungen. Nee, es ist auch, glaube ich, komisch. Also ich weiß, dass ich mal ein Stück spielen musste, da sollte das passieren. Und irgendwann haben sie es aufgegeben, weil es nicht so richtig in mir ist. Aber es passiert natürlich. Es ist dann auf unangenehme Art freundlich wahrscheinlich. Hast du schon mal einen gehauen? Nee. Noch nie? Nee. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich habe mal einen Nazi gespielt bei Kiki Beach von Strelowitz, aber da hatte ich meine Schergen. Also ich glaube, Aggressivität oder Brutalität entwickelt sich ja auch anderweitig. Ist ja auch ein großes Kompliment, dass man sich das bei dir einfach nicht vorstellen kann. Ja, weiß ich nicht wirklich, ob das ein Kompliment ist. Man denkt, ich bin so grundgut... freundlich. Aber das könnte natürlich auch nur eine ganz böse Maske sein. Und eigentlich ist zum Beispiel Sonja die Freundliche und ich bin die Arschsau. Ach so, denkt man. Ne? Ja. Arschsau. Im wahren Leben ist es dann wahrscheinlich umgekehrt. Aber bleib doch bitte sitzen, ich mach das Gleiche. Vielen Dank. Vielen Dank, Dirk Bach. Ich sage. Bitte gefallen, verlaut Thomas Tulpe. Musik anscheinend. Wir haben euch eben schon den ersten Teil einer, ja, ich würde sagen, gibt es eine Duologie? Nee, ne? Was? Den ersten Teil, ich wollte sagen, einer Trilogie, aber es wäre gelogen, es gibt ja nur 2 Teile. Was ist das? Ist es ein das ist jetzt die Fortsetzung. Zweiteiler, das ist ja die Fortsetzung, ne? Ja. Es stehen Fragen im Raum, so, wer gewinnt das, wenn ich Sie wäre auf der IFA eigentlich? Und ich glaube, das viel Wichtigere ist, wer hat gerade das Pupspray? Sehr verehrte Damen und Herren, wenn ich Sie wäre von der IFA, Teil 2. Jetzt. Ja, und natürlich wollen junge Menschen von der Politik natürlich in erster Linie eins, Orientierung in dieser verwirrenden Welt. Ja, was muss man machen, wo soll man hingehen, das sollen Politiker tun. Und da fleht Jambulat Dudaev auf Facebook geradezu, du fette Sau, beweg mal deinen Arsch und sag uns, was wir jetzt machen sollen. Aber ich finde auch, und dafür wurde Facebook ja auch so ein bisschen immer schon mal von jedem benutzt. Ja, man findet alte Bekannte wieder. Ja, man erinnert sich an die guten alten Zeiten. Und so geht's auch Muhammad Karayasi, der anscheinend eine Vergangenheit mit unserer Kanzlerin hat. Der sagt nämlich, hey, kennst du mich noch? Ich hab dich in der Grundschule geknallt. Smiley, smiley. Smiley. Ja, aber wichtig ist natürlich auch, dass man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Ne? Oftmals geht's immer dieses Sie, Frau Merkel, Frau Bundeskanzlerin. Das ist ja auch sehr unpersönlich manchmal. Es kommt immer darauf an, was man so sagt. Hier schreibt zum Beispiel Young Breezy, ne, also selber schon ein cooler Name, ne, schreibt dann, ey, leih mal ein Haus für ein Wochenende, ich will ein bisschen Party machen, schreib schnell back, Baby Girl. Wurde ja, Applaus für Baby Girl. Gerne. Wurde Angela Merkel jemals Baby Girl genannt, ja? Nicht mal von engen Verwandten, glaube ich, ja? Wir haben Musik heute, ja? Und das ist ein junger Mann, der... Mich hat er verwirrt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber er heißt Thomas Tulpe. Guckt mal selber. Grünes Licht, blaues Licht, gelbes Licht, rotes Licht, grünes Licht, blaues Licht.
Aber gut, ne? War gut, hat dir gefallen? Naja. Bitte? Ja, reicht, oder was? Ja. Nee, war gut, hat Violetta gesagt. Ich fand's gut. Ja, ich auch. Disco, Wackel. Oh, meine sehr verehrten Damen und Herren, das scheint unser erster Gast zu sein. Jawohl, er ist es. Ich würde sagen, dieser gute Mann, ja, der ist sowas wie ein Chamäleon, aber jetzt nicht, weil er so groß über die Farben wechselt und aussieht wie ein Christbaum auf LSD, nein. Er schafft es wirklich, den Spannungsbogen von ernstem Theater bis hin zu Trash-TV wie Dschungelcamp zu spannen. Wir uns klingt das hier noch nicht mal mit dem Trash-TV, aber er ist einer von den ganz Großen im deutschen Showbusiness. Hier ist, Ladies and Gentlemen, Dirk Bach. Ist alles cool, wenn ich glaub mir das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich bin nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, wie viel was mir gefällt. Wenn ich glaub mir das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich bin nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, wie viel was mir gefällt. Yeah. Und ich zerbrech mir den Kopf, denn was bringt mir das Geld, wenn ich dich nicht seh? Und jedes Mal, wenn du mich dann ansiehst, bleibt meine Welt still stehen. Ich weiß ganz genau, dass du dich gerade fragst, ob das mit uns geht. Denn kaum bin ich da, muss ich weg, doch versprech dir jetzt, ich bin bald wieder da, yeah. Ich bin in London und Paris, Mann, ich glaub, ich bin jetzt ein Star, yeah. Und nein, ich denk nicht nach, sondern mach nur, was ich mag, yeah. Denn diese Welt wird frei, jeder Tag so Zeit macht Spaß. Und es ist wahr, es gibt viel, was mir gefällt. Und wenn ich glaub, mir das Beste bist du, ich vergiss meine Messung. Plötzlich keinen Wert, wenn du mich ansiehst. Und alles dreht sich um sich selbst, fühlt sich anders auf mein Feld. Nichts, was uns jetzt noch hält, nur wir zwei gegen die Welt. Und wenn ich glaub, mir das Beste bist du, ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich bin nie wieder weg, denn es ist cool, ja, ich weiß, es gibt dir, was mir gefällt. Und wenn ich glaub, mir das Beste bist du, ich vergiss mal den Rest und so, vielen Dank. So, möchtest du noch was trinken? Ja, der hat mir ins Knie geschossen. Ich weiß bin nicht ich, das haben wir gehört. Ja, möchtest du noch was trinken was, jetzt? Was schreist du mich so an? Oma! Ja, ich hätte gern noch was zu trinken, Junge! Willst du mal die Schuhe ausziehen? Nee, lass gut sein! Nee, nee. Gut, also, das war eher Leute, wir, gut, muss er vielleicht dabei gewesen sein, um den Humor zu verstehen. Ist hier eine Stimmung. So, wir haben uns nur Spaß angeschrien. Wir verabschieden uns. Nächste Woche kommt ohne Scheiß kein Witz Frank Elsner. Und so. Oliver Kalkofe. Und Skanke Nancy. Also bis nächste Woche. Tschüss. Alles in Ordnung? Ja, ich bleibe bei euch. Ich komme wieder gar nicht weg. Dahinter, die ich versuche mitzuteilen. Und irgendwie scheint das zu funktionieren. Egal, ob ich jetzt ein Kinderbuch male oder was anderes. Also ich habe einfach Lust, mich da auszuprobieren. Aber das mit einer großen Intention und Ernsthaftigkeit. Und das ist, tut natürlich manchmal auch weh. Das ist ganz klar. Ja, weil wer gibt, der nimmt. Und manchmal fügt mir das auch Schmerzen zu. Aber das nehme ich gerne in Kauf. Anders könnte ich nicht. Was Moritz Bleibtreu letzte Woche gesagt hat, war, dass Schauspiel eine Behauptung ist, in erster Linie. Bei dir habe ich den Eindruck, es ist nicht unbedingt eine Behauptung, sondern du holst das auch so ein bisschen aus deinem Leben und übersetzt das dann in die Figur, die du spielen musst. Musst du das mal erlebt haben, um zu wissen, wie sich bestimmte Sachen anfühlen, auch wenn die extrem sind? Nö, nicht unbedingt. Also da kann man auch viel aus der Fantasie oder aus der Beobachtung herausholen. Ja? Und ich bin ein großer Freund von Dramaturgie und ich gucke sehr genau, was ich mache und beobachte das sehr genau. Also ich verliere mich nicht in dem, was ich mache. Das scheint so, da hat der Moritz recht. Aber ich gehe...
in der Erfüllung dieses Scheinbaren gehe ich halt sehr, sehr weit und stürze mich sehr, sehr weit raus. Aber ich habe mich letztlich dann doch immer irgendwo im Griff. Ich habe ja nur gerade ganz kurz mal angerissen, wie viele verschiedene Sachen du gemacht hast. Und da gibt es ein paar Sachen, wo ich auch denke, hä, was soll das denn? Und andere Dinge, von denen ich gedacht habe am Anfang, was ist, warum die Bibel als Hörbuch, aber wenn man es hört, es ist schon krass, wenn du das vorliest. Ja. Und die Show war auch nicht schlecht. Aber wenn ich mich für sowas entscheide wie Vicky Leandros, also weißt du, ich sag, ich habe auch einen großen, viel Humor. Außerdem ist das eine tolle Frau. Und ich hatte irgendwie hege immer noch den Wunsch, nochmals bei Carmen Nebel aufzutreten. Weil das ist die Show mit den größten Springbrunnen und dem meisten Nebel. Also, plus Carmen natürlich. Das ist schön. Lass ich mir nicht nehmen. Man soll doch Träume haben. Sehr gut. Ja. Das finde ich gut. So, also. Aktuelles Programm, den See. Eine CD gibt's noch nicht, vielleicht in 2-3 Jahren, wenn Ben Becker das kommerziell für notwendig hält. Aber momentan kann man sich das Ganze live anschauen. Informiert euch über Ben Becker, über das, was er gerade tut. Und ich danke dir sehr für... www.benbecker.de, da sind die Termine drin. Absolut, da sind die drin, holt's euch raus. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ben Becker. Es war sehr nett, dass du es endlich mal zu uns geschafft hast. Wir fragen dich, glaube ich, seit 1995 an und jetzt bist du endlich mal hier. Meine Tochter hat mir dazu geraten. Ja, überredet, kann man ruhig sagen. Genau. So. Deswegen sagen wir großen Applaus für Ben Becker und hier hören wir nochmal Thomas Tulpe. Du möchtest richtig fett und trotzdem sexy sein? Du möchtest dich wohlfühlen? Du möchtest zunehmen? Ja, ey! Weißt du jetzt? Ja, okay. Ja, wie, jetzt ernsthaft mal, jetzt sag mal die Regeln. Ist das jetzt mit Crepe oder mit Schere? Ey! So eine Bastelschere, hau ab da! Ist doch keine Bastelschere. Ja, Geflügelschere, was ist das? Ja. Hau ab da, richtig. Die haben keine Schere hier, keine Ahnung. Ja, dann schalten wir jetzt die Haare ab hier. Thomas! Komm einmal kurz. Was ich immer konnte, war mit den Rasierern. Jetzt ist Schluss. Ich lass mir doch jetzt nicht von dem Mongo hier die Haare abrasieren. Hallo, ich hab das gelernt. Ich weiß aber, wie gut ich das kann. Komm, setz dich jetzt hin. Nee, nix. Setz dich jetzt hin. Nein, ist doch. Komm, setz dich hin. Nee, das steht in keinem Verhältnis. Ich hab voll den Eierkopf. Ernsthaft? Ich hab voll den Eierkopf, wenn du mir das abrasierst. Ich muss dann ja alles abmachen, wenn du mir einmal so eine Schneise hier reinmachst. Geh doch rein, wirklich. Du weißt ganz genau, dass ich sehr verantwortlich mit diesem Gerät umgehen würde. Ganz ehrlich, voll friert die Hölle zu, ne? Vergiss es. Du hast gewonnen, hast von mir es gewonnen. Ja, tschüss, Feierabend. Wirklich? Ja, wirklich. Ach, Klaas, irgendwie finde ich das jetzt irgendwie ein bisschen schade. Wirklich. Jetzt meine ich auch emotional. Ich innerlich freue mich, aber ich kann es halt nicht so zeigen gerade, weil ja, dann für mich ist dieses Projekt noch nicht zu Ende. Ja, für mich aber. Das Projekt. So. Komm, Klaas. Und wenn wir es off-camera machen? Jo! Ja, komm. Man muss ja auch ehrlich sagen, immer wenn du irgendwas gewinnst, gibt es Pokale und keine Ahnung was. Ich gehe da sehr anders. Nee, du musst jetzt hier nicht irgendwas Belangloses suchen, was mich auszeichnet. Du kriegst die Klasse vom Tropical Island. Ja, hab ich dir geschenkt, du Arschloch. Ja. Du kannst dich einfach irgendwas weiter zurückverschenken. Egal, aber man muss an der Stelle mal festhalten, ich habe gewonnen. Ja, von mir aus. Aber ich habe jetzt den nächsten Gast und ich freue mich sehr auf ihn. Er ist ja einer der besten Schauspieler des Landes, das nicht nur in Filmen oder im Fernsehen, sondern natürlich auch auf den Theaterbühnen, nicht nur dieses Landes, sondern in Österreich war jetzt auch gerade sehr erfolgreich. Er macht nicht nur das, sondern hat auch immer mal wieder Soloprojekte. Also eigentlich hat er permanent Dinge am Laufen, die man so von ihm nicht erwarten würde. Er ist sehr wandlungsfähig, er ist ein extremer Mensch, sowohl in seiner Profession als auch privat. Und er ist vor allen Dingen ein sehr interessanter Gesprächspartner. Wir freuen uns sehr über Ben Becker. Herzlich willkommen. Ja, nimm Platz. Dankeschön. Herzlich willkommen. Guten Abend, die Herren. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Neo Paradise. Wie geht's? Ist es ein anderes Lebensgefühl seit ein paar Tagen? Nein, nicht wirklich. Ist ja nichts passiert. Ich hatte nur ein rauschendes Fest.